Schönen guten Tag. Dieses Video richtet sich an diejenigen von euch, die überlegen, ob sie im Bachelorstudium eher so ein allgemeines Fach studieren sollten, also BWL etwa oder Informatik, oder ob sie gleich in so ein vertiefendes Fach gehen sollen. Also wenn ihr BWL interessiert seid, zum Beispiel in internationales Management, Medienmanagement oder sowas. Oder wenn ihr Informatik interessiert seid, gleich in so ein Fach wie Data Science. Ich sage euch mal meine Meinung dazu, wie ich das gemacht habe im Laufe meiner Studienjahre, was ich denke, was für die meisten von euch wahrscheinlich am besten wäre. Und wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. So, also ich bin ja der Meinung, dass die meisten von euch schon so einen allgemeinen Bachelor wählen sollten. Also BWL oder vielleicht sogar Wirtschaftswissenschaften, ja, weil selbst BWL ist ja eigentlich schon ein recht spezialisierter Studiengang. Oder wenn ihr IT interessiert seid, Informatik zu studieren als Bachelorstudium, anstatt gleich, keine Ahnung, Data Science oder irgend so ein Fach zu studieren. Ich selbst habe ja um 2003 mit meinem Studium angefangen. Damals gab es nur Magisterstudiengänge und Diplomstudiengänge. Und so ein Magisterstudium hat damals noch 9 oder 10 Semester Regelstudienzeit gekostet oder gedauert. Es, ja, war so aufgeteilt, dass die ersten 6 Semester in der Regel das sogenannte Grundstudium waren und die letzten 4 Semester waren das Hauptstudium. Und im Grundstudium hat man damals einfach erstmal alle möglichen Grundlagenthemen eben abgefrühstückt. Also ich habe damals Geschichte studiert und hatte als Nebenfach oder als zweites Hauptfach noch Philosophie und da habe ich im Grundstudium einfach erstmal eine Einführung natürlich ins wissenschaftliche Arbeiten in beiden Fachbereichen gehabt, habe die ganzen Einführungen in verschiedene, also in Geschichte beispielsweise, in verschiedene Epochen gehabt, also eine Einführung ins Mittelalter, in die mittelalterliche Geschichte, in eine neuere Geschichte, eine Einführung in Antike und so. Und in Philosophie habe ich mich dann mit so Grundlagenthemen wie Logik und sowas auseinandergesetzt, da noch gar kein spezialisiertes Thema eigentlich groß im Grundstudium gehabt. Habe dann aber dadurch einfach gelernt, was mich stark interessiert an den Themen und konnte das dann aber auch im Laufe des Grundstudiums schon ein bisschen vertiefen. So, nun ist ja so, dass durch das Bachelor-Master-System man eben nicht mehr im Prinzip so ein Haupt- und ein Grundstudium hat, sondern man hat letztendlich einfach nur noch ein Grundstudium, ja, was der Bachelor ist. Und wenn man möchte oder wenn man kann, vertieft man dann bestimmte Themen in dem, was früher das Hauptstudium war, also im heutigen Masterstudium. Und so ein Bachelorstudium ist ja wirklich sehr kurz eigentlich mit 6 Semestern. Ich finde, oder bin der Meinung, dass für die meisten von euch es am besten wäre, wenn man in diesem Bachelorstudium erstmal wirklich einen breiten Überblick über alle möglichen Themen in den Fachbereichen bekommt, die dann in so einem Studium eben anstehen. Und nicht nur in einem so einen kleinen Fachbereich, wie etwa jetzt Data Science, wenn ihr euch für Informatik interessiert, sondern erstmal generell einen Überblick über alle möglichen Themengebiete in den Fachbereichen und vielleicht sogar auch einen kleinen Überblick über angrenzende Fachbereiche. Ja, das wird ein bisschen schwieriger, wenn ihr ein sehr spezialisiertes Studium schon als Bachelorstudium wählt. Und das wird ein bisschen einfacher, wenn ihr jetzt doch eher so ein allgemeines Studium wählt, ja, wie Wirtschaftswissenschaften beispielsweise. Ja, da bekommt ihr einfach erstmal so einen viel umfangreicheren Überblick über alle möglichen Themengebiete in diesem Studium und könnt auch mal so ein bisschen einfach rausfinden, was interessiert euch, was ist interessant an diesen Fachbereichen, was könnte ich dann vielleicht im Master vertiefen oder jetzt auch schon im Laufe des Bachelorstudiums vertiefen. Weil man muss sich auch einfach klar sein, dass in so einem Bachelorstudium letztendlich man nur wenig Zeit hat, eigentlich sich mit vielen Themen auseinanderzusetzen. Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich bin ja selber noch eingeschrieben momentan an einer Universität und habe da im Hauptfach Wirtschaftswissenschaften, also so ein Dreifach-Bachelor. Ich habe im Hauptfach Wirtschaftswissenschaften. Ich habe noch ein Nebenfach, das ist Geschichte. Das umfasst im gesamten Studium, glaube ich, nur 30 Leistungspunkte oder so. Und ich habe noch ein zweites Nebenfach. Das müssen dann alle an der Uni studieren. Das heißt Studium Fundamentale. Ja, da hat man dann so Soft Skills und so ein Zeug, mit dem man sich da auseinandersetzen soll. Aber das Hauptfach letztendlich umfasst eigentlich nur 90 Leistungspunkte, also die Hälfte von dem gesamten Studium. Das heißt, ich bekomme eigentlich sehr, sehr wenig Einblick in diese, ja, in diesen Fachbereich halt über das Bachelorstudium und habe aber einen sehr breiten Überblick einfach erstmal über alle möglichen Fachbereiche letztendlich, also Wirtschaftswissenschaften auf der einen Seite, aber auch eine Geisteswissenschaft wie Geschichte, die ich mir da noch mit rausgesucht habe als Nebenfach. Ja, ich könnte auch Philosophie machen, ja, gibt da ganz viele Möglichkeiten. Man könnte natürlich auch Literaturwissenschaft an der Uni studieren. Aber ich finde es halt eigentlich ganz gut, dass man gerade an so einem universitären Studium erstmal wirklich einen sehr allgemeinen Überblick über alle möglichen Fachbereiche bekommt. Und das ist eben auch der Grund, warum ich der Meinung bin, dass ihr
erstmal so einen allgemeinen Bachelor studieren solltet, auch wenn es an der Fachhochschule, wenn ihr da doch schon wirklich nur diesen einen Fachbereich letztendlich habt und keine Nebenfächer. Aber ich denke, das tut ja dem Gehirn letztendlich doch ein bisschen besser, als wenn man da gleich sich so eine Spezialisierung rein vertieft. So, jetzt hat man ja die Möglichkeit, sich schon im Laufe des Bachelorstudiums auf alle möglichen Arten und Weisen in verschiedene Themengebiete rein zu vertiefen. Die will ich euch mal kurz aufzählen. Die erste Möglichkeit sind natürlich eure Wahlpflichtfächer oder eure Vertiefungsfächer. Ja, in guten Studiengängen habt ihr wirklich sehr viele Möglichkeiten, verschiedene Wahlpflichtfächer zu wählen. Also in der Regel habt ihr so 20 bis 30 Leistungspunkte im gesamten Studium. Also so ein Semester eigentlich, in dem ihr euch mit Themen eurer Wahl und Themen, die euch wirklich noch stärker interessieren als der eigentliche Fachbereich, auseinanderzusetzen. Und auch hier rate ich euch dazu, sucht euch vielleicht, angenommen ihr habt jetzt die Möglichkeit, zwei Wahlpflichtmodule zu wählen im Umfang von 10 bis 15 Leistungspunkten oder sogar drei, sucht euch vielleicht ein Thema natürlich in eurem Fachbereich, also wenn ihr jetzt Wirtschaftswissenschaft oder BWL studiert, geht da irgendwie so ein bisschen in den Fachbereich rein und wählt etwa so ein Thema wie internationales Management oder irgendwas, was vielleicht auch zu eurem Beruf passt oder was ihr mal arbeiten wollt, wenn ihr jetzt noch nicht berufstätig seid. Und wählt euch als zweites und oder drittes Vertiefungsthema irgendein Soft-Skills-Thema etwa. Also lernt noch eine Sprache oder beschäftigt euch mit irgendeiner Sprache. Wenn ihr jetzt wirtschaftsinteressiert seid, wählt da ein Modul zu Wirtschaftsenglisch oder geht auch mal wirklich in noch einen anderen Fachbereich rein, der vielleicht auch gar nichts zu tun haben muss jetzt unbedingt mit dem Fachbereich, den ihr eigentlich studiert. Also geht vielleicht mal in die Psychologie rein, setzt euch da ein bisschen mit Psychologie-Themen auseinander, einfach was euch noch ein bisschen Inspiration auch gibt für euer eigenes Studium und auch einfach mal zu gucken, wie funktionieren andere Fachbereiche, ja, wie funktioniert auch das wissenschaftliche Arbeiten in anderen Fachbereichen. Das ist ja auch immer von Studiengang zu Studiengang ein bisschen unterschiedlich. Und ich denke mal, so habt ihr einfach noch ein bisschen breiteres Spektrum an Themen abgedeckt, die euch helfen, auch einfach nicht zu sehr in so einer, ich will mal sagen, Fachidiotie gewissermaßen dann abzuschweifen im Laufe des Studiums, sondern über den Tellerrand zu schauen, mit anderen Themen auseinanderzusetzen. Und diese Möglichkeit geben euch die Vertiefungsfächer auf der einen Seite. So, andererseits habt ihr natürlich in so einem Bachelorstudium auch einen Haufen Hausarbeiten zu schreiben, ja, oder einige zumindest. Und über diese Hausarbeiten könnt ihr euch auch schon in Themen vertiefen, die euch interessieren, die vielleicht zu eurem Beruf passen, die vielleicht auch so ein bisschen über den Fachbereich hinausgehen. Und dann habt ihr natürlich am Schluss des Bachelorstudiums eure Bachelorarbeit. Und hier könnt ihr wirklich einen richtig starken Akzent auch thematisch setzen. Auch im Sinne von einem Thema, was ihr dann später in eure Bewerbungen mit reinschreiben könnt, was euch beruflich dann auch so ein bisschen weiterbringt und euch somit dann eben stark in irgendein Thema vertiefen, was euch dann wirklich interessiert. Und über eure Vertiefungsfächer habt ihr sicherlich dann auch rausgefunden, was euch wirklich interessiert. Und natürlich auch über die Module, die ihr im Studium studiert habt, habt ihr rausgefunden, was euch wirklich interessiert. Und das könnt ihr dann richtig, oder in dieses Thema könnt ihr dann richtig über eure Bachelorarbeit noch mal eintauchen. Also ihr seht, ihr könnt euch auch in so einem allgemeinen Bachelor wie BWL oder Informatik oder so schon sehr stark in bestimmte Themenbereiche rein vertiefen. Deswegen ist für die meisten von euch wahrscheinlich gar nicht nötig, schon so einen sehr spezialisierten Bachelor-Studiengang als Studiengang zu wählen. So, viele von euch werden nach dem Bachelor sich dafür entscheiden, noch einen Master zu studieren. Und hier habt ihr dann die Möglichkeit, euch auch richtig rein zu vertiefen. Und da sehe ich auch überhaupt kein Problem darin, dann hier auch ein vertiefendes beziehungsweise einen sehr spezialisierten Studiengang zu wählen. Natürlich gibt es auch allgemeine Masterstudiengänge wie BWL, Betriebswirtschaftslehre oder Wirtschaftswissenschaft oder auch Informatik nochmal als Master. Aber aus meiner Sicht spricht eigentlich nichts dagegen, im Masterstudium dann ein sehr spezialisiertes Fach zu wählen und da dann wirklich zu vertiefen. Da sitzen halt die ganzen Grundlagen dann durch das Bachelorstudium und man kann sich dann hier wirklich richtig schön in einzelne Themengebiete rein vertiefen. Man weiß dann auch einfach sehr viel besser, was einem liegt thematisch, was einen interessiert. Man weiß dann wahrscheinlich auch viel besser, was man mit seinem Bachelor, mit dem Bachelor-Master beruflich dann mal anfangen will. Und deswegen finde ich, der Master ist dann dafür da, dass man sich hier richtig weit dann in ein Thema reinkniet und rein vertieft. So, zuletzt noch ein paar Worte dazu, für wenn sich aus meiner Sicht diese sehr spezialisierten Bachelor eignen, Data Science beispielsweise als Bachelorstudium oder internationales Management oder Medienmanagement. Ich gebe euch auch mal hier ein Beispiel. Also ich hatte gesagt, ich habe selber schon sehr viele Semester studiert. Ich habe schon Einblick in sehr viele Fachbereiche bekommen, sowohl aus den Geisteswissenschaften, also Philosophie, Geschichte, Literaturwissenschaft,
als auch aus den Wirtschaftswissenschaften, beispielsweise mit Psychologie, habe ich mich im Laufe meiner Studienjahre auch sehr intensiv auseinandergesetzt und habe doch einen sehr guten Überblick auch über wissenschaftliches Arbeiten und die Grundlagen in vielen verschiedenen Fachbereichen. Also wenn ich jetzt nochmal ein Bachelorstudium studieren wollen würde, dann könnte ich eigentlich auch gleich in so ein vertiefendes Thema, ein spezialisiertes Thema reingehen, und zwar auch aus beruflicher Perspektive. Ich hatte auch gesagt, ich bin schon sehr lange selbstständig, ja, und gehe mehr so einen unternehmerischen Weg, habe eine Firma gegründet. Für mich wäre dann ein Thema beispielsweise Medienmanagement, Marketing. Das sind alles so Themen, die für mich beruflich auch wichtig sind. Da würde es sich eigentlich auch anbieten, gleich in so einen vertiefenden, spezialisierten Bachelor zu gehen. Ja, Online-Marketing beispielsweise gibt es ja auch als Bachelorstudium oder eben Medienmanagement. Aber einfach, weil bei mir eben auch schon die ganzen Grundlagen ziemlich gut sitzen. So, für wen eignet sich das noch? Für diejenigen von euch, die schon eine Ausbildung beispielsweise abgeschlossen haben. Also angenommen, ihr habt schon eine Ausbildung bzw. eine Fortbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt gemacht oder zur staatlich geprüften Betriebswirtin. Da wäre es aus meiner Sicht ja eigentlich so ein bisschen Zeitverschwendung, dann da nochmal einen BWL-Bachelor anzuschließen. Auch hier würde ich dann zusehen, da gleich halt schon in ein Thema vertieft einzusteigen, weil eben die ganzen Grundlagen auch schon sitzen. Ja, weil auch in so einem vertiefenden Studiengang wie etwa Medienmanagement beschäftigt ihr euch natürlich auch nochmal mit den Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens. Ja, das sind halt so Grundlagen, die habt ihr wahrscheinlich jetzt nicht in der Betriebswirtausbildung oder Fortbildung gehabt. Das werdet ihr dann nochmal wiederholen in so einem vertiefenden Bachelor. Aber ich denke, hier ist es einfach Zeitverschwendung sozusagen, dann nochmal halt so diese ganzen Sachen wie Buchführung, Bilanzierung und alles das, was ihr dann auch in eurer Betriebswirt-Fortbildung, Weiterbildung, Ausbildung gelernt habt, dann nochmal im Studium zu vertiefen. Also auch für diejenigen von euch, die eben schon eine Ausbildung haben, bietet sich dann an, hier schon in so einen spezialisierten Bachelor reinzugehen. Die letzte Möglichkeit ist Berufstätigkeit, so ein bisschen wie bei mir. Ja, also wenn ihr jetzt wirklich schon lange berufstätig seid und ihr wisst, ihr werdet auch die nächsten 10, 20 Jahre in diesem Beruf bleiben und wollt da einfach ein bisschen an eurer Karriere noch arbeiten und feilen, dann ist natürlich auch hier gleich in so einen sehr vertiefenden, spezialisierten Bachelor reinzugehen. Management beispielsweise, Online-Marketing, was da alles so für vertiefende Themen gibt. So Leute, ich hoffe, das war einigermaßen interessant für euch. Schreibt mir eure Fragen, eure Meinung in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns in den nächsten Videos. Euer Wolf.